Wieder bei die Säulen der Erde auf dem Weg nach Paris. Wir stehen vor der Frage, was wir Jack sagen, wenn wir ankommen. Ich würde ihn fest an mich drücken. Ich war sicher, ich würde ihn ohrfeigen. Oh ja. Wir würden uns einsetzen und reden müssen. Das ja, aber erstmal das. Ich würde ihn sehr, sehr fest an mich drücken und mir wünschen, dass alle Wunden so schnell heilen würden, wie es möglich war. Wie wäre es mit Ohrfeigen, an sich drücken und dann reden? Das wäre eine gute Kombination. So, Burgos. Na, da wird abgekürzt. Na gut. 3 Monate später. Paris! Das erkennt man ja so schon. Ganz schön klein damals. Notre Dame steht anscheinend noch nicht, oder? Doch, steht wohl. Basilika of Saint-Denis. So, was haben wir hier alles? Steinmetze. Nein, er ist nicht unter Ihnen. Okay. Bauplatz. Ganz Kathedrale, ein großer Bauplatz. Könnte er wirklich hier sein? Würde er mich sehen wollen? Wer weiß. Er ist nicht hier. Vielleicht ist er gar nicht hier. Was haben wir da? Kirchenportal. Ich werde nicht gehen. Nicht jetzt. Nicht, wenn es eine Chance gibt, ihn zu sehen. Steine. Jack muss uns hassen. Tom ließ ihn nicht an die Kathedrale arbeiten. Ich habe ihn verlassen. Macht nicht so viele Vorwürfe, Madame. Geh lieber gucken, wo er ist. Ja, das Bild von ihm ist noch blasser geworden. Eieieiei. Hier was Neues? Nein. Da ist wieder so ein komischer Götze. Ist das... Das könnte Jack sein, oder? Buntes Licht von Buntglasfenstern. Wie schön, atemberaubend, wie schön. Hier links ist doch Jack. Sehe ich doch so schon. Jackie Boy. Hallo? Wie quatsch ich den denn an? Werde ich ihn selbst finden. Er hängt doch da oben. Er hat noch keinen Aktivpunkt. Oder sehe ich den Punkt noch nicht? Da, Jack, da. Da ist er doch. Er würde es hier lieben. Daran besteht kein Zweifel. Schleuder, Kind. Na? Aber, sind wir aufgewacht? Du hättest das fast verpasst. Jawohl, Trick 17. Schau, die bunten Fenster. Schau mal das Licht. Er hatte kurz einen Schockmoment. Er hat einen Schockmoment. Ellie. Wir haben nach dir gesucht, Jack. Wir? Ist das... Er ist dein Sohn. Mein Sohn. Es tut mir leid.
Es ist nicht deine Schuld. Wohin sollen wir jetzt gehen, Ellie? Wohin wir auch gehen. Einfach gehen. Ich will mit dir gehen. Zweiter Satz. Willst du, wo gehen wir hin? Willst du mich heiraten? Ihr beide. Ja, wir wollen. Sweet. Wir blieben in Paris, als Mann und Frau. Mit unserem Sohn, Tommy. Tommy! Die Tage flogen dahin. Jack hatte viel gelernt als Baumeister in Saint-Denis. Tage wurden zu Monaten. Nach einem Jahr wurden wir beide unruhig. Wohin sollen wir jetzt gehen, fragten wir uns erneut. Wir beide gestanden, dass wir unsere Familie sehen wollten, unsere Freunde. Und dann wussten wir, wohin wir gehen wollten. Ja, nach Hause. Kingsbridge. Selbst wenn es in Trümmern lag. Hafen von Cherbourg. Wir müssen uns beeilen. Das Schiff nach England legt bald ab. Was geht hier vor? Was es auch sein mag. Wenn die Menge sich nicht auflöst, verpassen wir unser Schiff. Ach so geil. Satz 1. Hallo Ellie. Satz 2. Lass uns abhauen. Satz 3. Heiratsantrag. Dafür, dass das Spiel vorher die halbe Stunde lang so langsam war in der Erzählung, war das vielleicht ein bisschen schnell. So. Unser Wagen. Niemand beachtet uns. Das Pferd könnte sie ablenken oder alles verschlimmern. Wir könnten sie mit Hilfe der Stute ablenken. Oder wir reiten einfach durch die Menge. Oh ja. Yeah. Das klingt ein bisschen gefährlich. Meinst du nicht? Ach, wirklich? Okay, das nicht. Unsere Truhe, ein Geschenk von Red Sheet, hat sich nur ungern davon getrennt, doch er hat sie mir aufgedrängt. Ach, wir sind Jack, okay. Unser Wagen haben wir schon gesehen. Priester, ein Priester. Vielleicht kann er uns helfen. Riecht nach Bier. Gute Daumen, Priester. Angsterfüllter Jongleur. Zuschauer schlagen ihn gleich zusammen. Nervös. Sollte ihm helfen. Aufgebrachte Menge. Ein Aufruhr. Schlägt gleich in Gewalt um. Unmöglich, hier durchzukommen. Noch irgendwas mehr? Hammer, 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 Hammer. Das Innere der Kiste hat sie warm gehalten. Das Holz ist leicht feucht. Wisst ihr, was hier los ist? Ach, Chaos. Ich schaffe es nicht, diese Leute zu beruhigen. Bei Gott, ich hab's versucht. Was ist geschehen? Der Spielmann hat ihnen ein paar Geschichten erzählt. Und dann hat er ihnen Amulette verkauft für Gesundheit, Glück und Geld. Aber es waren nur Märchen und bemalte Steine. Wie immer. Ja, aber jetzt könnte ich sowas wie ein echtes Wunder brauchen, um sie zu beruhigen. Sonst werden sie den armen Kerl zerreißen. Ja, schon mal einen Probelauf machen mit unserer Statue. Verzeihung? Was ist hier los? Ein Dieb ist das. Er hat uns Lügen erzählt und unser Geld gestohlen. Aber ist das nicht ein simpler Spielmann? Der arme Mann. Wir müssen ihm helfen. Noch passiert nichts. Aber wenn ich mich mit ihr in den Schatten stelle... Wo ist ein Schatten? Kühle Küste. Ich würde mich genau gerne ausruhen im Schatten am Strand, gemütlich und kühl. Es funktioniert. Siehst du? Dein Freund Rashid muss ein wirklich interessanter Mann sein.
Wasser sammelt sich in ihren Augen. Hey, Priester, ich habe hier ein Wunder. Es sieht aus, als würde sie weinen. Gütiger Gott, was ist der Trick dahinter? Dann so, machen wir es selber. Seht! Was geschieht hier? Die Mutter Gottes, sie weint. Huldigt der Mutter Gottes, denn sie hat uns mit einem Zeichen vom Himmel gesegnet. Hört auf zu streiten und bezeugt das Wunder. Es ist wahr. Herr im Himmel, warum weint sie? Weil wir auf das Schiff müssen, wegen eures Verhaltens. Sie weint um eure Sünden. Was hat dieser Mann euch getan, dass ihr ihn wie ein Tier behandelt? Er hat uns betrogen und unser Geld gestohlen. Und ihr wollt ihn töten, eurer eigenen Torheit wegen? Die heilige Maria weint, denn ihr lebt nicht nach dem Wort Gottes. Gott. Es ist die Mutter Gottes. Heilige Maria, vergib uns. Woher kommt sie nur? Seit Hunderten von Jahren schmachtete sie im Land der Sarazenen. Schlummernd wartete sie darauf, dass jemand sie heimführen würde. Hört, was er zu sagen hat! Die Jungfrau Maria hat diese junge Familie erwählt, sie zu beschützen. Sagt uns, wohin ihr geht! Ihr Ziel liegt jenseits des Meeres, in einer kleinen Stadt namens Kingsbridge. Dort will sie Ruhe finden. Kingsbridge? Wo ist das? Ave Maria! Macht Platz für die Jungfrau Maria! Halleluja! Macht Robert gesund! Hä? Heilige Maria, lass meine Tochter schwanger werden! Gib uns eine gute Ernte! Sie spenden, um ihren Segen zu erbitten. Oh, die weinende Madonna wird eure Gebete erhören. Und mit euren Spenden werde ich ihr einen neuen Schrein in Kingsbridge erbauen. Eine Kathedrale. Du bist es. Wer ist das? Wen meint ihr? Dich. Den rothaarigen Geist. Ich? Sehe ich etwa aus wie ein Geist? Sein Vater. Mein Ehemann ist sehr lebendig. Ich kenne ihn, seit er 12 war. Aber er ist ertrunken. Bei Gott, du bist ertrunken. Vor 24 Jahren. Auf dem weißen Schiff. Oh, mein armer, armer Sohn. Mein Jacques. Sein Name war Jacques? Jacques. Aus Cherbourg. Jack. Cherbourg. Seine Oma. Das war das Kapitel Die Säulende Erde im Auge des Sturms. Kapitel 15. Die Reise. Was du getan hast. Auf der Reise in die Normandie hat dich ein Gefühl von Hoffnung überkommen. Du hast auf die Kutschefahrerin gehört und bist in eine Sackgasse in Bellefleur gelaufen. Na und? Du und dein Baby seid krank geworden, aber ihr habt geschafft zu überleben. Du hast einen anderen Pilger auf dem Jakobsweg beigestanden. Du hast dich in Rashids geheimes Archiv geschlichen. Du hast Jacks Steinschleuder von Rashid gestohlen. Du hast Jack in Paris gefunden. Du hast dich dazu entschlossen, nach Kingsbridge zurückzukehren. Hatte ich eine Wahl? Du hast einen Spielmann vor einem Lynchmord gerettet, der die auch machen müssen. Du hast Jacks Großmutter getroffen. Und etwas über das Schicksal seines Vaters erfahren. Dann gucken wir mal, was das nächste Kapitel so vor sich hat für uns. Kapitel 16. Was kommt? Zu Hause. Kingsbridge. Philipp. So viel Grün, aber keine Kräuter oder Wurzeln. Jonathan,
Sieht nicht viel älter aus. Was siehst du da, Jonathan? Der Garten ist unordentlich. Ich will ihn wieder ordentlich machen, aber ich weiß nicht wie. Bevor ich Prior wurde, dachte ich dasselbe über Kingsbridge. Und was hast du getan? Sauber gemacht. Wo fangen wir an? Schlage vor, den Boden umzugraben. Schlage vor, das Unkraut zu jäten. Schlage vor, Saatgut zu streuen. Erstmal Unkraut jäten. Einige Pflanzen sind Unkraut und müssen weg, bevor wir neue säen können. Was ist Unkraut? Es nimmt anderen Pflanzen weg, was sie zum Wachsen brauchen. Licht, Wasser, Platz. Und was machen wir jetzt? Sie ausreißen. Sie sehen aus wie alle anderen Pflanzen. Daher musst du lernen, wie man sie unterscheidet. Hier, siehst du die? Die werden Sauerklee genannt. Lass uns erst die ausreißen. Ich mach das. Wenn du willst. Gib acht, dass du alle dünnen Wurzeln mit rausziehst. Und was machen wir jetzt? Bist du fertig? Sind noch ein bisschen mehr. Frage ihn, ob er bereit ist, das Saatgut einzupflanzen. Nein, schlage vor, den Boden zu bewässern. Wo ist man jetzt den Boden umgraben? Damit Pflanzen sich gut verwurzeln können, muss der Boden locker und fruchtbar sein. Dann darf ich jetzt graben? Wieder eine kleine Pflanzstelle. Fertig. Und weiter? Schlage vor, den Samen zu bewässern. Schlage vor, Saatgut zu streuen. Erstmal Saatgut streuen. Du bleibst hier. Ich komme gleich wieder. Er hat ja kein Saatgut in der Tasche dabei. Hat man doch immer. Küche! Wo ist das? Wo hast du sie versteckt? Wo ist das Saatgut? Ah, da sind sie. Was denn? Die Bucheckern, die ich Milius vor langer Zeit gegeben habe. Ah. Ich habe diese Bucheckern für dich gefunden, Milius. Erinnerst du dich? Du hast gesagt, eines Tages würde hier eine Buche wachsen. Ich denke, die Zeit ist reif. Ja, stimmt, Milius ist ja gestorben. Kriege ich jetzt in Gedenken einen Buchenbaum. Da steht er. Der gute Milius. Lang, lang ist es her. Was hast du gefunden? Erinnerst du dich an Milius? Ein freundlicher Mann mit einem gütigen Lächeln. Er hat mir gesagt, ich soll dir das geben. Wow! Und jetzt bewässern. Jetzt müssen wir nur noch warten. Ja, was? Was mit Wasser? Warten. Länger warten.
lange warten. Wie lange? Zu lange, um dabei zusehen zu können. So lange? Manche Dinge brauchen Zeit. Und nur mit Geduld wirst du deine Belohnung erhalten. Warum machen wir das alles, wenn wir dann bloß warten müssen? Einfach nur warten reicht nicht, Jonathan. Du hast den Weg bereitet, damit die Dinge ihren Lauf nehmen können. Sie geschehen in diesem Augenblick. Und in ein paar Tagen werden wir wiederkommen und das erste grüne Blatt von etwas Neuem sehen. Oh, ist das Gottes Belohnung? Vielleicht. Macht er das Blatt von der Pflanze? Du hast es gemacht. Nein, ich habe nur den Samen gesät. Schlage vor, den Samen zu bewässern. Tja, der kleine Mann ist. Jetzt kannst du Wasser aus dem Regenfass holen. Aber es ist schon lange da drin. Es stinkt. Am Fluss gibt es ganz viele Bäume. Ich wette, das Wasser da ist besser. Das ist aber ein langer Weg. Das macht nichts. Ich laufe gerne, wenn das was bringt. Vielleicht hast du recht. Es ist es wert. Lass uns zusammen gehen. Aber ich trage den Eimer. Na klar. Wen treffen wir dann an der Brücke? Na, wer mag das wohl sein? Kingsbridge später am selben Tag. Warum hält Remigius nicht die Predigt? Was ist in Philipp gefahren? Unsere Kirche ist eine Ruine. Aber dies alles, diese schlimmen Zeiten, haben uns etwas Wichtiges gezeigt. Etwas, dessen ich mir bis vor kurzem nicht bewusst war. Was meinst du? Behaupte, dass Gott nicht über sie wacht. Behaupte, sie brauchen keine Kirche. Ihr habt in dieser Ruine gebetet. Und ihr habt gebetet wie immer. In Demut. Wir brauchen keine Kirche, um zu beten. Wo sonst sollen wir beten? Im Kapitelhaus? Überall. Die Kirche ist, wo Gott wohnt. Gott wirkt auf andere Weise, als wir glauben. Heute hat Jonathan unseren Garten gejätet, um ihn wieder schön zu machen. Und er hat mir von Dingen erzählt, die ich fast vergessen hatte. Gut und Böse ist nicht hier drinnen oder da draußen. Es ist in jedem von uns. Behaupte, dass der Mensch der Teufel sei. Behaupte, dass der Mensch Gott sei. Fangen wir mit dem Teufel an. Wir haben erlebt, dass der Mensch den Teufel im Herzen trägt. Aber noch bevor er von einem Menschen Besitz ergreift, ist Gott in uns geboren, da wir nach seinem Bild geschaffen sind. Das Gebet braucht keinen besonderen Ort, denn wir sind Gottes Kirche. Er existiert in unserem Handeln. Wir sind Gottes Tempel. Warum dreht er sich immer wieder um, der Typ? Niemand ist Gott näher als irgendeiner seiner Mitmenschen. Ob man in der Kirche betet oder auf den Straßen der Städte. Ob man Mann oder Frau, Mönch oder Bischof ist. Philipp, da draußen! Du musst sie dir ansehen. Ihre Pferde und die Farben. Ach so, Jonathan. Der ganze Zug kommt an. Hör ihm zu, ermahne ihn, still zu sein. Also, was ist los? Ich habe Stimmen gehört, also bin ich hingegangen und...
Beruhige dich. Was ist passiert? Aber der Priester sagte, sie hätten ein Wunder mitgebracht. Was? Wer? Welcher Priester? Jetzt geht's los. Kommt herbei, Brüder und Schwestern. Denn ihr werdet etwas sehen, das euer Leben verändern wird. Das ist fake. Wer ist das? Oh, schade. Sie haben uns ein Wunder gebracht. Ein Wunder? Nur keine Hemmungen. Es gibt keine Gefahr, nur Staunen, das euch hier erwartet. Ich dachte, das wären wir schon. Du musst Prior Philipp sein. Ach doch, das sind die wohl. Ich bin Bruder Reynold. Der Erzbischof von Canterbury hat mich gesandt. Hier ist sein Brief. Für den Fall, dass du an meinen Worten zweifelst. Das sind die ja wohl schon. Brief vom Erzbischof von Canterbury. Jahr 1141, 20. Januar. Philipp von Kingsbridge. Ich halte euch hiermit an, die Gnade der weinenden Madonna zu akzeptieren, da sie es ist, die Kingsbridge als ihre Ruhestätte erwählt hat. Als ich die Gerüchte um ein Wunder gehört hatte, rief ich die Prozession zu mir. Dann sah ich es mit meinen eigenen Augen. Es ist wahr. Ich habe das Wunder für England beansprucht und hatte angesetzt, sie in Winchester zu behalten. Die Hüter der heiligen Jungfrau haben mich jedoch von etwas anderem überzeugt. Sie sind einzig und allein nach England gekommen, um den Wiederaufbau von Kingsbridge zu ermöglichen. Ihr habt meinen Segen, Philipp von Kingsbridge. Ich erwarte, dass ihr eure Priorei, die der heiligen Madonna, würdig erneuern werdet. Theobald, Erzbischof von Kingsbridge. Wir haben den Auftrag, die weinende Madonna zu begleiten. Sie soll den Verlust eurer Reliquie ersetzen, von Sankt Adolphus dem Märtyrer, der euch gewaltsam geraubt wurde. Was? Auf ihrer Reise vom fernen Afrika hat sie Spenden gesammelt, um Kingsbridge für seinen Glauben an sie und an Gott zu belohnen. Ich kann das nicht glauben. Was soll das alles? Du wirst glauben. Deshalb ist sie gekommen und deshalb sollst du ihr Wunder heute selbst bezeugen. Die weinende Madonna kam in einem fernen Land namens Afrika zu mir. Ein getaufter Sarazene war ihr früherer Hüter. Und ich und die Hüter der Jungfrau Maria wurden auserwählt, sie mit auf eine Reise zu nehmen. Getauft? Ein Sarazene? Aus welchem Land seid ihr noch gleich gekommen? Wir sind den ganzen Weg aus einem Land unbeschreiblicher Wunder gekommen. Dem fernen Afrika. Afrika hat viele Länder, wie ich gehört habe. Ja, so ist es. Ich kannte weder ihre Kräfte noch ihr Ziel. Dennoch habe ich sie viele Meilen getragen. Viele haben ihr Wunder bezeugt. Bevor mir die Erleuchtung kam, sie wollte nach Hause. Aber wohin? In einem Traum wurde es mir zuteil, nach Kingsbridge. Aber ich fragte mich, welcher Schrein soll sie beherbergen? Diesmal gab die Madonna selbst Antwort auf meine Fragen. Sie sagte, du sollst mir in Kingsbridge eine neue Kirche bauen. So zogen wir los mit dem Segen von Erzbischof Theobald von Canterbury. Und auf dem ganzen Weg von Paris durch die Normandie, übers Meer und bis nach Kingsbridge haben fromme Christen Geld für den Bau der Kirche der weinenden Madonna gespendet.
für die Kirche von Kingsbridge. Die weinende Madonna hat euch auserwählt. Euch alle. Ich sage es euch erneut, liebe Brüder und Schwestern. Hört ihr noch mal irgendwann auf? Die weinende Madonna hat euch auserwählt. Euch alle. Und ich sage es noch einmal. Sie ist ein wahres Wunder, das euer Leben verändern wird, wie das meine zuvor. Wie ist es so in Afrika? Dort scheint immer die Sonne. Immer. Und Wunder geschehen jeden Tag. Es ist ein Land großer Wüsten mit Feigenbäumen und Geschöpfen, von denen ein Engländer nicht einmal träumen könnte. Wie diese Pferde. Sind das Pferde? Mitnichten. Euch mögen sie wie Pferde erscheinen, aber der Name, den die Afrikaner für diese Geschöpfe haben, ist unaussprechlich, selbst für mich. Ich sage es euch erneut, liebe Brüder und Schwestern. Ihr sagtet, es gäbe Feigenbäume in Afrika. Was ist eine Feige? Es ist eine Frucht, natürlich. Sie sieht aus wie eine Erdbeere und schmeckt wie eine Birne. Die Bibel erwähnt diese Feigen. Aber dort klingt es ganz anders. Woher kommt das? Zwei Äpfel können auch ganz unterschiedlich aussehen und schmecken. Bei Feigen ist es nicht anders. Ich glaube nicht, dass dieser Mann je in Afrika war. Aber Philipp wird skeptisch. Warum sollte er leben? Warum sollte er wohl Ihr leben? Müsst euch fragen, wie kann er so sicher sein? Am Anfang war ich es nicht. Ich hatte nur meinen Glauben. Ich kannte weder ihre Kräfte noch ihr Ziel. Ich glaube, der wiederholt sich jetzt mal die ganze Zeit. Dennoch, ne? Gut, dann mache ich jemand eben den YouTube-Folgenschnitt. Twitch geht natürlich sofort ihr weiter. Habt richtig Aber auf gehört. YouTube, sage ich mal, bis es zum nächsten Folgen. Und dann sehen wir uns bei David Die weinende Madonna kam in...